Die Schweiz ist eine Tennisnation und das nicht erst seit dem grossen internationalen Erfolg von Roger Federer. Auch auf Vereinsebene wird fleissig wettkampfmässig Tennis gespielt, vor allem im beliebten Mannschaftswettbewerb Interclub. Der Stellenwert des Interclub für Swiss Tennis ist natürlich sehr gross. Es sind 4'300 Mannschaften, die hier spielen. 30'000 Spieler. Das ist der grösste Breitensportanlass im Tennis, den die Schweiz hat. Und ist natürlich auch für die Clubs sehr wichtig, weil es ihre Club beleben zwischen Mai und Juni, weil die 30'000 Spieler natürlich dann aktiv spielen. Von Breitensport bis Spitzensport, von Drittliga über Nazi C bis zu der Nazi A, das ist der Interclub. Klar, dass der höchste Liga, also der Nazi A, dabei einen grossen Stellenwert zukommt. Es ist die Spitze von diesem ganzen Interclub-Gebilde. Es ist eine Profiliga, wo der Schweizer Spieler die Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen. Es ist praktisch das ganze Davis Cup und Fed Cup Team vor Ort, das hier spielt. Gleichzeitig können auch Nachwuchsspieler Erfahrungen sammeln in einem Profi-Circuit. Also es ist eigentlich eine sehr gute Ausgangslage für den Nachwuchs, für unsere Profispieler, aber auch für die Club, die sich hier positionieren können. GC, Ried-Wohlrau, Mai, Colonie, Stade Lausanne, Locarno heissen ein paar der Clubs, die dieses Jahr mit dabei sind in der Nazi A. Ende Juli, Anfang August spielen die Nazi A-Akteure während fast zwei Wochen um Titel-Ehre. Eine der Hauptattraktionen dieses Jahr in der Nazi A der Damen ist sicher Belinda Bencic, das aktuelle Nummer 1 der Schweiz. Interclub habe ich schon früh angefangen. Ich habe den Junior-Interclub gespielt und dann Erstliga, Nazi C, Nazi B. Und also ich habe wirklich immer Interclub gespielt und mir macht es immer noch Spass. Die 17-Jährige hat viele sehr gute Erinnerungen und auch noch eine sehr witzige Anekdote zum nationalen Mannschaftswettbewerb zu erzählen. Ja, ich weiss noch, als ich auf den Platz gegangen bin und meine Gegnerin gemeint, ich sei die Tochter von ihrer Gegnerin eigentlich. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, ich bin jetzt eben da, um gegen sie zu spielen. Und dann war ich sehr überrascht gewesen. Und das weiss ich noch genau. Das war, glaube ich, mein erster Interclub-Match gewesen. Weitere Interclub-Matches sind gefolgt, wo laut der sympathischen Ostschweizerin wichtig sind für ihre Entwicklung. Ja, also ich habe es wirklich sehr früh angefangen und ich habe dann viel gegen ältere Frauen gespielt. Und mir hat es eigentlich mega geholfen, um mein Spiel zu entwickeln. Und es war wirklich anders gewesen, als an den normalen Turnieren. Und man lernt auch ein bisschen so im Team zusammenzuspielen und ein bisschen doppelt. Und es ist wirklich, sehr gut. Ja. Belinda Bencic spielt die wie auch schon die letzte Saison für die Damenmannschaft vom TC Locarno. Das primäre Ziel des Teams ist es, die Finalrunde zu erreichen. Mindestens dort hin will auch das Herrenteam vom TC Ried-Wohlrau, der Schweizer Meister aus den Jahren 08, 09, 10 und 12. Ihr Captain, der Ivo Heuberger, denkt gerne zurück an seine Nationalzeit, gerade auch beim Team aus dem Kanton Schweiz. Gut, es sind natürlich sehr schöne Erinnerungen. Wir haben mit dem Team schöne Erlebnisse gehabt. Wir haben glücklicherweise auch viermal können gewinnen und dann ist es natürlich, macht es noch mehr Spass. Und von dem her ist es schön, da mit dem Team zusammen zwei Wochen zu verbringen. Hart zu kämpfen, Tennis spielen, gute Zeit zu haben und dann, wenn man am Schluss gewinnt, umso schöner. Der Ivo Heuberger, unterdessen 38, ist ein bestens bekanntes Gesicht im Schweizer Tennis seit vielen, vielen Jahren. Und auch im Interclub tief verwurzelt. Viele Jahre selber als Aktiver, je länger, je mehr aber im zweiten Glied als Organisator und Denker und Lenker. Bei mir ist es jetzt so, dass jetzt eher gegen das Ende des Interclub zugegangen. Ich spiele nicht mehr so viel Tennis. Von dem her gibt es verschiedene Abschnitte und jeder in dem Sinne ist spannend. Natürlich ist es am schönsten, wenn man so ein bisschen nach drinnen ist, alle Spieler gut kennt und so selber jetzt in meinem Fall das Team kann bilden mit Freunden zusammen, dann macht es noch mehr Spass. Ich bin der Captain in dem Sinne, ich kaufe also die Spielerei sozusagen. Also ist es ein bisschen der Aufwand, dann schaue ich, dass es ein bisschen passt, dass es auch sympathische Spieler sind dem Club gegenüber, dass die Mischung da auch stimmt und so gesehen ist das meine Hauptaufgabe und Spiele eben, spiele ich auch noch versuche in diesen Wochen vorher ein bisschen mehr zu spielen, aber sonst ja, ist es halt schon maximal einmal, wo ich in der Woche spiele und dann ist Fitness leidet dann teilweise ein bisschen drunter, wenn es dann lange in 3 Stunden gibt oder so. Das ehemalige Herrenwelt Nummer 102 hat manche Saison in der Nazi A gespielt und überlässt das Feld jetzt vorwiegend der jüngeren Generation. Apropos junge Generation, einer der heiß gehandelten, talentierten Junioren aus dem eigenen Land ist der Johann Niklas, der dieses Jahr seine erste Nazi A-Saison überhaupt spielt. Ich bin wirklich sehr excité de jouer. C'est la première fois, là, je vois plein de bons joueurs que je voyais sur le circuit ATP.
Et vraiment, ça, je suis vraiment très excité de jouer. Et là, d'ailleurs, j'ai fait un très bon match la dernière fois et j'espère que ça va continuer encore. Der von der 17-jährigen Nachwuchshoffnung angesprochene gute Match war im Übrigen nichts geringeres als sein erster Sieg über einen N1-Spieler, namentlich über den Adrien Bossel, aktuell doch immerhin um den ATP-Rang 450 herumzufinden. Und was sind die Ziele des jungen Genfer für die Zukunft? Déjà pour l'année prochaine, j'aimerais bien faire les Grand Chelem Junior. Si j'y arrive pas, tant pis, mais j'espère que ça ira. Sinon, c'est gagner des points à ATP dans les futurs, peut-être Challenger, on verra bien. Johann Nikles, ein Name, den man sich womöglich sollte merken. Und weiter, einer von vielen Topspielern, der nächste Woche noch im Nazia Interclub zu sehen wird.